Tief Marco hat uns etwas kühlere Luft gebracht, die Temperaturen sind nach unten gegangen und jetzt zum morgendlichen Berufsverkehr ist Vorsicht auf den Straßen geboten, weil es doch in einigen Regionen rutschig sein kann. Zum einen ja, durch die abziehende Feuchte, zum anderen auch durch Nebel und Reifglätte. Unter diesem Hochdruckkeil namens Bionda beruhigt es sich allmählich. Ja, und wo müssen wir aufpassen? Auf den Straßen einmal in der kompletten Nordhälfte des Landes. Bodentemperaturen unter 0 Grad, beziehungsweise die Temperaturen in Bodennähe. Und im Süden ist es vor allen Dingen das Bergland, das mit Rutschgefahr zu tun hat. Und Nebel, wie angesprochen, gibt es hauptsächlich im Nordwesten, wo es in der Nacht teilweise längere Zeit klar war. Da kommen allerdings wieder im Laufe des Tages ein paar dichtere Wolken reingezogen, einer warmen Front. Und im Süden ziehen die letzten Wolken von Tief Marco ab. Die bringen dort am Vormittag noch ein bisschen Regen oder Schneefall. Die Schneefallgrenze sehr unterschiedlich. Die liegt nämlich bei rund 700, 800 Meter im Südschwarzwald. Und fast ganz unten in den Tallagen, zum Beispiel in der Oberpfalz und in Oberfranken. Dann schließt sich ein Streifen am Vormittag mit Sonnenschein an. Im Nordwesten kommen die neuen Wolkenfelder der Warmfront an und die werden sich dann am Nachmittag mit Regen ins Binnenland ein Stückwärts ausbreiten. Im Süden bleibt es trüb, allerletzte Flocken und Tropfen am Alpenrand und dazwischen, naja, der sonnige Streifen, der schrumpft ein wenig zusammen, da wird es nicht mehr strahlend sonnig sein, so wie am Vormittag. Die Temperaturen im Flachland im Osten am niedrigsten mit 0, maximal 1 Grad. Im Bergland gibt es Dauerfrost und im Südwesten entlang des Rheins, das ist die mildeste Ecke mit 5 bis maximal 7 Grad.